Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einem weiteren Karrieremodus. Und wir starten in die deutsche dritte Liga mit dem Karlsruhe SC, Leute. Unser Ziel von ganz unten wieder nach ganz oben. Wir wollen mit dem KSC in die erste Liga, eventuell auch in die Champions League. Das natürlich zusammen mit euch, sei vorab direkt gesagt, Leute. Es wird immer wieder Abstimmungen hier oben über die Infokarte ergeben. Wahrscheinlich jetzt auch in diesem Video. Checkt auf jeden Fall jetzt schon mal das i ab. Werdet ihr dann später noch mehr brauchen, wenn ihr das Video ganz anschaut. Und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Schreibt mir gerne auch Kommentare, was Transfers, Aufstellungsänderungen oder sonstiges angeht. Einfach Verbesserungsvorschläge, die ich eventuell falsch gemacht habe oder wo ihr anders machen würdet, unten in die Kommentare. Dann werde ich das berücksichtigen. Wenn ihr irgendwo auch schon einen Kommentar seht, wo ihr denkt, ey, das Gleiche wollte ich gerade auch schreiben, dann liked den Kommentar hoch, damit ich sehe, hey, genau dieser Kommentar, genau dieses Vorhaben wird von vielen gewünscht und wird dann von mir natürlich auch umgesetzt, Leute. Wir starten mit dem KSC rein. Wir haben wahrscheinlich verhältnismäßig für Liga 3 richtig gutes Team. Und ja, ohne groß zu schnacken, geht es natürlich in die Vorbereitung. Wir simulieren die ersten paar Spiele vom Vorbereitungsturnier, werden die ersten Transferverhandlungen eingehen, aber nicht die Gehälter. Die Gehälter werde ich dann erst davon abhängig machen, welche Spieler ihr dann sehen wollt. Und genau, Leute, jetzt starten wir direkt rein, Leute. Turniereinladung, wir haben hier am Anfang ein paar Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir gehen hier in das erste Turnier, wo es am meisten Preisgeld gibt. Und jetzt zeige ich euch mal das Team. Und dann ist das hier unser Team, Leute. Hinten drin Upov als Stammkeeper, die Innenverteidigung mit Gordon und Pissot. Links Föhrenbach, rechts Bader, davor Kai Bülow, der Kapitän ist im rechten Mittelfeld. Çamoğlu, der ist Rechtsverteidiger, kann aber auch rechtes Mittelfeld spielen. Im zentralen offensiven Mittelfeld dann Vanicek, links haben wir Lorenz und vorne das Routinier-Sturmduo Strohengel und Fink, die beide natürlich für Tore sorgen sollen, Leute. Unsere Auswechselbank mit Savata, Muslia, Mellem, Schleusener, Stoll, Leo und Orlishausen, Leute. Und für mich jetzt auf den ersten Blick, es gibt ein paar alte Spieler, verhältnismäßig Gordon schon über die 30. Pissot auf dem besten Weg dorthin. Bülow auch nicht unbedingt mein Lieblingsspieler. Lorenz geht eigentlich noch gerade so. Aber Fink auch schon die 29 und Strohengel. Also ich würde eigentlich gerne einen neuen Stürmer holen, wobei wir da draußen Zawada haben. Da ist die Frage an euch. Schreibt es mal in die Kommentare. Neuer Stürmer oder Zawada da rein. Und ja, ich würde gerne echt noch einen neuen Sechser holen eigentlich, weil ich Bülow da nicht unbedingt spielen lassen will. Und eigentlich auch noch Gordon raustun. Die sind aber alle erst frisch zum Verein gekommen. Heißt, sie bleiben auf jeden Fall diese Saison auch noch bei uns. Nur die Frage jetzt, sollen wir neue Spieler auf der Position holen? Eigentlich finde ich schon. Es gibt ein paar Positionen wie den Keeper, die Außenverteidiger, auch der komplette Mittelfeldblock bis auf Bülow. Müssen wir nichts machen, aber ich finde hier, Innenverteidigung muss was getan werden. Die Sechs und vielleicht auch vorne im Sturm. Und da schaue ich mich dann direkt mal nach Spieler um. Vorher zeige ich euch mal die Spieler, die eventuell für uns keine Rolle mehr spielen. Und dann gehen wir hier einfach mal direkt durch, Leute. Ich will natürlich das Team eigentlich natürlich ein bisschen verjüngen. Ist aber ganz schwierig, weil viele Neuzugänge einfach schon Ü30 sind. Und deshalb ist jetzt auf jeden Fall mal Orlishausen auf der Transferliste. Wir haben dann Gessel draußen als Ersatzspieler. Was den Keeper angeht, ansonsten wird hier bei den Spielern gar nichts gemacht. Die sind teilweise frisch zum Verein gekommen. Teilweise brauchen wir sie auch einfach in der Startelf. Dann haben wir hier Stoll. Martin Stoll ist auf der Transferliste. Der war schon bei uns. Brauchen wir nicht. Wir wollen zudem natürlich auch einen neuen Innenverteidiger, deshalb müssen wir gleichzeitig auch ein bisschen ausmisten. Außenverteidiger, dann Föhrenbach, brauchen wir auf jeden Fall. Dann haben wir Bülow, ja, die brauchen wir alle hier. Hoffmann frisch zum Verein gekommen, sonst würde ich den auch auf die Transferliste setzen. Siebeck können wir nicht verleihen, Lorenz genauso wenig, Schleusener ist verliehen an uns. Dann haben wir Vanicek, spielt Stamm, Muslia, der soll früher oder später sich in die Startelf integrieren können. Aydogan brauchen wir auch nicht, ist aber verliehen an uns, heißt, der bleibt auf jeden Fall mal da. Ist auf jeden Fall auch einer, der vielleicht mal eingewechselt werden kann. Fink natürlich auch ganz, ganz wichtig, Strohengel auch. Savada habe ich auf die Leihliste gesetzt, weil wir wollen einen neuen Stürmer und Fink und Strohengel werden jetzt vorne erstmal spielen. Der neue Stürmer wird dann vielleicht Strohengel ersetzt, dann haben wir Strohengel als Ersatzstürmer. An Mamo habe ich, glaube ich, einfach so gelassen. Genau, den können wir nicht verleihen. Der ist einfach so, ja, vielleicht noch zu jung oder keine Ahnung, warum wir mit dem nichts machen können. Dann haben wir Karamet, der ist auch spielbereit, können wir aber auch nichts mit dem machen. Louis Brandt habe ich auf die Transferliste gesetzt, genauso wie Vujinovic. Brauchen wir beide nicht. Und jetzt schauen wir einfach mal, was da für Angebote reinkommen. Gleichzeitig schicke ich natürlich den Scout. Wir haben nämlich auch ein gutes Budget, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben knapp 3 Millionen und genauso ist es für Neuzugänge. Das ist auf jeden Fall für ein Drittligateam richtig gut. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, unsere Spieler zu trainieren. Deshalb jetzt die ersten 5 Spiele in der Trainingseinheit mit Bader, Çamoğlu, Vanicek, Schleusener und Zawada. Übrigens, im Vorbereitungsturnier treffen wir auf die Young Boys Bern, auf Roda und auf PEC Zwolle. Und ins Vorbereitungsturnier starten wir dann auch direkt gegen Roda. Ich glaube, ein holländischer Erstligist, wenn ich mich jetzt hier nicht vertue. Und Lorenz macht direkt das 1-0 in der 16. Spielminute. Dann skippen wir das Ding.
Gustafsson machte für den Gegner den zwischenzeitlichen Ausgleich, bevor 5 Minuten vor Ende dann zum Glück Muslia das 2-1 und somit den Siegtreffer für uns macht. Die ersten 3 Punkte, ganz, ganz wichtig. Und dann kommt das erste Transferangebot für einen Spieler von uns rein, für Matthias Wader, aber das Angebot werde ich komplett ablehnen, weil der ist Bestandteil von unserer Startelf. Von dem will ich auch gar nicht abgeben. Übrigens, ich habe es ganz vergessen, wir sind im zweiten Spiel vom Vorbereitungsturnier. Lorenz wieder mit dem 1-0 und ich glaube wieder exakt in der gleichen Minute wie auch im ersten Testspiel. Die 16. Minute, Endstand 1-0. Wir holen die zweiten 3 Punkte und sind somit, glaube ich, schon so gut wie sicher in der Halbfinalbegegnung. So, nach dem ersten Transferangebot ist jetzt ein Leihangebot da für Severin Buchta. Ich glaube, Unterhaching, genau so ist es. Sie wollen den ausleihen und wir wollen den ja auch ausleihen, also haben wir da gar nichts gegen und nehmen das ganze Ding an. Also der wird dann wahrscheinlich an Haching ausgeliehen für ein Jahr. Und weiter geht's im Vorbereitungsturnier, das dritte Spiel gegen Young Boys Bern. Das ist ja eigentlich ein Champions-League-Kandidat. Hoa Rau machte das 1-0 für die Gegner. Pissot mit dem 1-1 und Endstand ist 3-2 für uns. Ab Fischer machte das 2-1, dann Wanicek mit dem Ausgleich und Fink 8 Minuten vor Ende mit dem 3-2-Siegtreffer. Heißt 9 von 9 Punkte in der ganzen Gruppenphase, Leute, und das ermöglicht uns den Halbfinaleinzug. Dort geht es jetzt gegen Willem II Tilburg. Gleichzeitig gibt es im Training dann auch gute Nachrichten. Unser rechter Mittelfeldspieler Jamoglu verbessert sich jetzt auf die 67 und wir holen auch das erste Preisgeld. Über 500.000 für den Halbfinaleinzug. Und dann gibt es hier auch die ersten 4 Spieler, die eventuell als Neuzugänge in Frage kommen für den Sturm. Temu Pukki kennt man bestimmt noch oder der ein oder andere von euch. Früher mal bei Schalke gespielt. Ich glaube, finnischer Nationalspieler, auch wenn ich mich nicht irre. Spielt aktuell bei Brøndby. Bei ihm läuft der Vertrag aus. Eventuell könnte man da ein richtig gutes Schnäppchen machen. Dann für die 6 Kauko und für die Innenverteidigerposition hier einmal Gregor. Und einmal gibt es auch noch Geier, wobei ich mich hier eigentlich für Gregor entscheiden würde, weil der erst 23 Jahre ist. Und den könnten wir wahrscheinlich auch billiger bekommen. Also was heißt billiger? Verhältnismäßig. Der wird dann später auch noch teurer, automatisch, weil es sich mehr verbessert. Ich mache einfach mal die Angebote und zeige euch dann im Endeffekt, was rauskam, wenn es akzeptiert worden ist oder natürlich auch, wenn es abgelehnt worden ist. Ihr seht es hier, man trifft sich mit dem Trainer und so weiter und so fort. Das will ich euch jetzt natürlich eigentlich nicht vorenthalten. Wenn ihr die Transfers sehen wollt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Aber ansonsten würde ich das jetzt einfach mal kürzen bzw. rausschneiden und euch dann nur das Endergebnis präsentieren. Okay, was Geier angeht, ist der Trainer schon direkt nicht mehr gesprächsbereit. Ich habe 300.000 geboten. Ich dachte, der sagt dann, nee, wir wollen mehr. Aber der hat auf jeden Fall gar keinen Bock. Also Geier ist schon mal raus. Dann geht's weiter mit Gregor. Und einerseits, Leute, will ich den natürlich unbedingt. Ich will jetzt aber auch nicht von vornherein direkt so viel bieten. Nur damit der andere nicht die Verhandlung abbricht. Also, keine Ahnung. Irgendwie erhoffe ich mir da ein bisschen mehr entgegenkommen von den anderen. Ich mache jetzt einfach mal 600.000. Das könnte natürlich wieder viel zu wenig sein und der Gegner haut dann ab. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Wir riskieren es. Das reicht natürlich noch nicht aus. Wie wäre es mit 700.000? Wir schlagen außerdem eine Weiterverkaufsgebühr vor. Ja, 4% ist mir ein bisschen zu viel. Aber sie sind uns auf jeden Fall mal ein bisschen entgegengekommen. Ich denke, die 700.000 sind in Ordnung. Die können wir eigentlich so lassen. Aber ich würde die Weiterverkaufsgebühr entfernen und einfach mal so das Angebot jetzt entgegensetzen. Und damit ist tatsächlich der Trainer von Nordirland einverstanden. Also, Gregor wäre jetzt gesprächsbereit. Jetzt seid ihr natürlich dann gefragt. Schreibt mir in die Kommentare, welche Spiele ihr sehen wollt. 700.000. Wer das hier ist für Gregor, da könnten wir jetzt dann natürlich gleich, was das Gehalt angeht, mit ihm sprechen. Wir dürfen aber allerdings auch nicht zu lange warten. Das ist das Problem und deshalb werde ich irgendwie probieren, alles ziemlich dicht beieinander jetzt geregelt zu bekommen. Und bei Pukki haben wir es tatsächlich geschafft, also 1 Million im Vergleich zum aktuellen Marktwert runterzukommen. Und deshalb würden wir sagen, wir nehmen jetzt die 1,8 einfach mal für Pukki an. Also da wäre der nächste, der akzeptiert wäre, wo es dann quasi nur noch um die Vertragsverhandlungen mit dem Spieler selbst, also Gehalt und sowas ankommt. Also da müsst ihr natürlich entscheiden. Also Pukki und Gregor, natürlich alles über die Infokarte. Ihr könnt dann über jeden Spieler abstimmen. Ich habe jetzt wahrscheinlich so Infokarten reingemacht mit, sollen wir Pukki verpflichten, ja oder nein, sollen wir Gregor verpflichten, ja oder nein. Müsst ihr natürlich abstimmen, gleichzeitig aber auch, wenn ihr andere Spieler sehen wollt, schreibt das unten in die Kommentare, unbedingt, ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen hier aber einfach nicht zu lange warten, deshalb muss ich irgendwie schauen, dass wir hier jetzt nicht zu weit nach vorne simulieren und uns wahrscheinlich anfangs erstmal mit den Spielern zurechtgeben. Und ihr müsst mir unten in die Kommentare schreiben, welche Spieler wir dann eventuell im Winter holen sollen. Und tatsächlich ist der Vorstand von Randers jetzt auch mit dem Angebot gerade eben für Kauko, heißt er, glaube ich, einverstanden. Ich habe 600.000 geboten, ist auch knapp 200.000 unter dem eigentlichen Marktwert, ohne jegliche Weiterverkaufsgebühr. Und heißt, wir haben jetzt hier aktuell 3 akzeptierte Angebote. Und ihr könnt über die Infokarte abstimmen, welchen Spieler wir holen sollen, ob wir ihn überhaupt holen sollen oder nicht. Und ich schaue natürlich jetzt parallel auch noch nach ein paar anderen Spielern. Ich sag mal so, Leute, wir müssen jetzt natürlich dann eigentlich auch die Vertragsmodalitäten klären mit den Spielern. Wir dürfen also nicht zu weit jetzt im Kalender fortschreiten, weil sonst denken die sich, das hatte ich schon mal mit der AC Mailand-Karriere, wir interessieren uns nicht mehr für die. Deshalb ist es für euch jetzt wichtig, stimmt hier oben über die 3 Spieler ab. Schreibt mir, wenn ihr die nicht habt, wollt unten neue Spieler rein.
Und ich denke, wir machen jetzt noch kurz das Halbfinalspiel und dann werde ich die Serie auch hier beenden, beziehungsweise die Episode, und werde dann an euch übergeben. Dann müsst ihr die Aufgaben unten in den Kommentaren erledigen und hier oben über die Abstimmung. Und natürlich auch gleichzeitig noch neue Vorschläge unten reinschreiben. Aber ich denke, es passt eigentlich gerade, weil wir sind ungefähr, wenn man alles zusammenzählt, Puki 1,8 Millionen, Kauko 600.000, sind wir bei 2,4. Plus dann die 700.000, glaube ich, für den Innenverteidiger, sind wir bei 3,1. Und das ist noch im Budget. Wenn wir jetzt hier noch das Halbfinale gewinnen, eventuell auch noch das Finale, ist vielleicht noch ein Spieler drin. Deshalb auch für euch wichtig, schreibt mir neue Talente unten rein. Und jetzt gehen wir also zum Abschluss dieser Episode ins Halbfinale gegen Willem II. Wenn wir das gewinnen, stehen wir im Finale, haben gleichzeitig nochmal Transferbudget, was natürlich ganz, ganz wichtig wäre. Und irgendwie freut mich das gerade richtig, weil wir haben drei eigentlich richtig geile Spieler, wie ich finde, die ich gern verpflichten wollen würde. Ryan hier mit dem 1-0 für das Auswärtsteam aus Tilburg. Wir bräuchten den Ausgleich. Wenn wir aber verlieren, ist es auch nicht so wild, Leute. Jetzt sind viele Wechsel. Ich weiß nicht, ob es immer noch so in FIFA 18 ist wie in FIFA 17, dass gegen Ende nach vielen Wechseln immer noch ein Tor fällt. Sieht nicht danach aus. Es geht 1-0 für das Auswärtsteam aus. Wir können also nicht gewinnen, ist aber weniger schlimm. Unser Team steht, beziehungsweise ist aktuell noch so, wie es da jetzt ist. Es steht aber dann erst natürlich, wenn das Transferfenster zu Ende ist. Und da ist natürlich jetzt eure Mithilfe gefragt. Und auch abgesehen von dem Ausscheiden haben wir jetzt 800.000 noch dazu bekommen. 800.000, sorry. Heißt, wir haben jetzt, selbst wenn wir alle drei verpflichten wollen würden, noch 1,2 Millionen. Also, schreibt mir neue Spieler unten rein. Stimmt hier oben ab, ob wir die Spieler holen sollen. Per Verhandlungen quasi mal davon überzeugen kann, zu uns zu wechseln. Erstmal den Verein. Jetzt fehlt natürlich noch der Spieler. Ist natürlich auch nicht immer gesagt, dass es zu 100% klappt. Aber ich werde mich da auf jeden Fall anstrengen. Eure Entscheidung. Eure Vorschläge unten rein, oben abstimmen. Und dann würde ich sagen, Leute, falls ihr Bock habt, dass die Episode morgen kommt, dann schreibt auf jeden Fall mir das auch in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Leute, war es das auch schon von der ersten Karrieremodus-Folge im KSC. Es ist vielversprechendes passiert. Ich habe richtig Bock, die zweite Folge aufzunehmen. Die wird wahrscheinlich auch direkt am Donnerstag kommen. Da habe ich mega, mega Bock drauf. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Schaltet gerne morgen wieder ein. Es kommt AC Mailand und der KSC. Uhrzeit werde ich auf Instagram bekannt geben, könnt ihr mir gerne auch mal folgen, checkt die Videobeschreibung ab, da stehen alle Social Links und genau, dann würde ich sagen, bin ich raus, danke, dass ihr dabei wart und ciao.